Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Etappe. Serdang nach Kuala Kangsa. 149 Kilometer stehen heute auf dem Programm. Ihr seht, es wird ganz leicht hügelig, aber wahrscheinlich etwas für die Sprinter am heutigen Tag, am heutigen zweiten Etappentag. Entschuldigung. Wir haben Gregor Mühlberger im Trikot, im gelben Trikot des Gesamtwertungsführenden hier bei dieser Rundfahrt bislang. Und heute werden wir mal versuchen, nicht in die Ausreißergruppe zu gehen, oder? Ja, ich frage mich halt, was einfacher ist. Das Ding ist einfach, das Rennen kontrollieren kostet unglaublich viel Kraft. In die Ausreißergruppe gehen ist relativ einfach. Wir gucken mal. Wenn es eine Ausreißergruppe gibt, nehme ich mal Tevelde oder Grimmey, wer sich halt gerade anbietet, und fahre mal hinterher. Mangel übrigens im Bergtrikot, stellvertretend für Tekle Heimanoth. Der fährt im Sprintertrikot, weil er da in der Sprintwertung auf Rang 2 liegt. Hinter Gregor Mühlberger, der ja bereits im gelben Trikot unterwegs ist. Ja, und ich habe es in der letzten Folge bereits angesprochen. Wer ist denn das, Kivitz? Gibt es den wirklich vom Tirol-Team? Das Kivitz müsste es ja eigentlich geben, weil Gregor Mühlberger ist ja auch... Okay, er findet ihn nicht. Patrick Sinkewitz findet er übrigens. Wow. Na gut. Ich wollte im letzten Dingens hier, ne? Wollte ich über Team Elkhaus reden. Wie bin ich eigentlich auf das Team Elkhaus gekommen? Ach, wegen Mühlberger, ne? Mühlberger war ja scheinbar tatsächlich mal ein Teil des Teams. Ne, Eibäcker war es. Stimmt, Eibäcker, sorry. Team Elkhaus. Ja, das ist heute unser Thema. Eine Mannschaft, die wahrscheinlich keine Sau kennen wird. Und das völlig zu Recht. Die muss man nicht kennen. Die sollte keiner kennen. Und ich erzähle euch jetzt, warum ich sie dennoch kenne. Weil ich tatsächlich mal ein großer Fan dieses Teams war. Und jetzt werdet ihr euch denken, what the actual fuck? Und das denkt ihr euch zu Recht. Nein, Team Elkhaus habe ich sehr gefeiert. 2006 war nämlich der erste Pro-Cycling-Manager, den ich so wirklich intensiv gezockt habe, bei dem ich es auch wahrgenommen habe. Davor, klar, 2004 und so, habe ich schon einen Pro-Cycling-Manager, auch 2003 und 2 habe ich mal angespielt so ein bisschen. Aber da war ich noch ein Kind und konnte das alles nicht wirklich verstehen und fand es halt toll, dass Radfahren im Computer, Radfahren und ich kann angreifen, cool. Aber habe mir halt überhaupt keine Gedanken um Taktik und sowas gemacht. Und 2006, da bin ich zum ersten Mal so wirklich tiefer in die Materie eingetaucht. Das war ja auch das Jahr, wo ich selbst aktiv im Radsport dann angefangen habe. Glaube ich zumindest. Doch, müsste sein. Und deshalb war es das Jahr, in dem doch einiges passiert ist. Und ich habe dort eben auch den Pro Cycling Manager zum ersten Mal richtig gespielt. Gibt es heute keine Attacken? Das wäre krass. Sieht aber so aus. Und ja, dort gab es eben auch die Mannschaft Elkhaus Simplon. So hieß sie damals. Ein österreichisches Team. Ein Zweit-, nein, Drittligateam. Also ähnlich wie die Mannschaft Tirol heute, war damals also das Team Elkhaus. Ich lese euch mal den Kader vor. Vielleicht kennt ihr den ein oder anderen Namen. Die sind jetzt hier alphabetisch sortiert. Ich werde sie extra mal falsch rum vorlesen. Oh, Zwischensprint. Okay, Örkun, Schweizer und Krisanov. Oh ja, jetzt gibt es doch Attacken. Markus Eichler greift an. Sander Hilfen und Boosmann. Also, drei Fahrer versuchen jetzt hier zu attackieren. Und wir machen nicht denselben Fehler, den hier unsere CPU-Freunde immer machen, sondern wir schicken mal ein paar Fahrer von vorne, die hier das Tempo hochhalten sollen. Ich weiß, Tekle Heimanoth ist Zweiter in der Gesamtwertung. Eigentlich wollte ich ja jemanden hinterher schicken. Habe ich jetzt verpennt. Weil ich dachte, das wäre jetzt noch zum Sprint zugehörig. Tekle Heimanoth, ja, er ist Zweiter in der Gesamtwertung. Aber wir werden jetzt mal nicht auf ihn setzen. Wir setzen auf unseren Freund, auf Merhavi Kudus. Ich denke, da haben wir mehr Aussichten auf Erfolg. Muss ich ganz ehrlich sagen. Denn es kommen ja erst noch die Berge. Egal, wir machen das Thema weiter. Elkhaus Simplon, wie gesagt, ein klasse Team, ein wirklich tolles Team. Und ich lese euch mal den Kader der Saison 2006 vor. In umgekehrter Reihenfolge des Alphabets wohlgemerkt.
Wir hatten Harald Totschnig, nicht zu verwechseln mit Georg Totschnig, es handelt sich um den älteren Bruder. Dann Jochen Summer, Harald Starzengruber, Stefan Rucker, Thomas Rohregger, der könnte einigen was sagen, Peter Pichler, Michael Pichler, Christian Pfannberger, vielleicht auch dem einen oder anderen geläufig. Dann hatten wir Wolfgang Murer, Robert Lauscher, Hannes Gründlinger, Martin Komploy und Jan Bartha. Und der dürfte auf jeden Fall einigen Leuten was sagen, denn der fährt mittlerweile für das Team Bora Argon 18 und hat sich ganz schön gut entwickelt, muss man sagen, der Tscheche. Ich kann ja mal gucken, was er 2006 für Erfolge erreicht hat für Elkhaus Simplon. Da wurde er zum Beispiel 13. bei der Tour auf Luxemburg. Also wenn das kein Resultat ist, das danach schreit, dass er ein richtig geiler Fahrer ist, dann weiß ich es auch nicht. Außerdem wurde er 80. bei der Portugal-Rundfahrt und bei der 30. Route du Sud wurde er 34. in Frankreich. Also es sind einfach großartige Ergebnisse. Ich guck mal gerade, was er letztes Jahr erreicht hat in der Saison 2015. Dort wurde er 11. in der Weltmeisterschaft im Einzelzeitfahren. Was haben wir noch? 2. bei der Tschechien-Rundfahrt. Bei der Tour de France wurde er insgesamt 25. Die ist er mitgefahren. Bei der 12. Etappe auf Platz 6 gelandet. Bei der 13. Etappe in Einzelzeitfahren auf Rang 13 immerhin. Also man sieht klar, er ist Zeitfahrer. Außerdem war er nationaler Meister im Zeitfahren bei der Tschechen. Also tschechischer Zeitfahrmeister. Wenn man es nicht so blöd ausdrücken würde, kann man es auch einfach so nennen. Dann bei der Bayern-Rundfahrt 3. geworden durch die 4. Etappe, bei der er ebenfalls 3. wurde, ebenfalls ein Zeitfahren. Dann die 3 Tage von Westflandern, da wurde er 4., weil er beim Prolog 3. wurde. Also ihr merkt schon, ein durch und durch Zeitfahrer, der auch immer wieder gerne attackiert. Ich gucke mal, was er 2014 so erreicht hat. Boah, 9. in der Weltmeisterschaft im Zeitfahren. 9. bei der Tour of Britain. 42. bei den Vattenfall Cycle Classics wurde er dort. Was haben wir noch? Ja, tschechischer Meister im Zeitfahren. Den Titel hat er scheinbar gepachtet. Dann 6. bei der Bayern-Rundfahrt, 2. im Zeitfahren dort. Dann 6. bei der Wiesgard 4 Bicycle Ways Grand Prix Tschechische Republik. 6. wurde er dort. 39. bei Rund um Köln. Was haben wir noch? Nix. Okay. Na gut, also Jan Bartha auf jeden Fall. Dürfte dem einen oder anderen ein Begriff sein. Ein guter Fahrer, besonders halt im Zeitfahren. So, wir gucken mal kurz auf unser Rennen. Dort ist alles soweit im Griff. Die Ausreißer haben 2 Minuten 41 Vorsprung. Das ist völlig im Bereich des Machbaren. Markus Eichler, wie gesagt, mit da vorne. Und wir gucken uns weiterhin das Team Elkhaus an. Nicht nur Jan Bartha, sondern natürlich das Team Elkhaus Simplon. Christian Pfannberger, ich habe gesagt, einigen von euch könnte der ein Begriff sein. Ich sag euch mal warum. Christian Pfannberger ist 2015 Profi geworden beim Team Ad System ZVVZ. Dort ist er zusammengefahren. Ich guck mal, ob da andere Fahrer noch dabei sind, die man kennen könnte. Andreas Dietziker, glaube ich, der fährt heute auch noch irgendwo. Ansonsten Jan Wallach sagt mir was. Aber das muss nichts bedeuten. Nee, ansonsten war es irgendein komisches Team, das kein Mensch kennt. Aha. Aha, okay. Christian Pfannberger ist dann also 2006 zu Team Elkhaus Simplon gewechselt, wo er auch 2007 gefahren ist. Ich guck gerade mal, was hat er in 2006 für das Team Elkhaus gewonnen oder erreicht? 117. war er bei der Weltmeisterschaft für Team Österreich. 17. bei der Portugal-Rundfahrt, ist dort bei einer Etappe immerhin 3. geworden. Und bei der Hervis Tour of Austria, also bei der Österreich-Rundfahrt, ist er auf Rang 3 gekommen und hat die Etappe zum Kitzbüheler Horn gewonnen. Also das war die Königsetappe der Österreich-Rundfahrt. Die hat er also gewonnen 2006 für Team Elkhaus. Dann 2007 ebenfalls für Team Elkhaus am Start. Bei der Drei-Länder-Tour ist er auf Rang 5 gefahren. Da muss ich gerade mal kurz was gucken. Da steht leider nicht dabei, wo die Etappen lang gefahren sind, denn dort habe ich ihn gesehen. Eine Etappe ist zu Ende gegangen in Bergen-Enkheim, ein Stadtteil von Frankfurt.
Und da war ich schon so verliebt in diese Mannschaft. Einfach Elkhaus, ey, Elkhaus, das ist das Team. Und da sind wir hingefahren mit meiner Mutter, die hat mich damals fahren dürfen. Ich habe sie so genervt, dass wir da hingefahren sind. Und, warte mal, 2006 müsste... Oder war es 2007 bereits schon? Ich muss gerade mal was gucken. 2007, was hat er denn noch gewonnen? Da muss noch ein Erfolg mehr gewesen sein bei Christian Pfannberger. Oh, das Internet hängt gerade etwas. Oh, nicht jetzt, nicht jetzt. Na, jedenfalls weiß ich noch, wir sind dann nach Bergen-Enkheim gefahren, weil die Dreiländertour dort gastiert hat. Und natürlich auch wegen dem Team Elkhaus. Ist ja ganz klar, Elkhaus ist einfach die Macht in Österreich. Ich glaube, Eichler ist der Einzige, der hier Tempo macht, ne? Fällt mir mal gerade so auf. Sehr, sehr unfair da vorne. Naja. Alter, Internet, was ist los? Hallo? Jetzt scheint es wieder zu gehen. So, 2007 klicken wir mal an. Sehr schön, jetzt geht's. Also, damals die Weltmeisterschaft in Deutschland. Ich glaube, in Stuttgart war es. Dort wurde der 38. Dann, wie gesagt, bei der Drei-Länder-Tour. Eine Etappe gab es in Bergen-Enkheim. Da ist er 5. geworden bei der Drei-Länder-Tour. Das war, glaube ich, Hessen. Es gab ja früher in fast jedem Bundesland Hessen-Rundfahrt, Rheinland-Pfalz-Rundfahrt und so weiter. Und ich glaube, das war der Versuch, das Ganze ineinander zu schließen. Ich glaube, die hieß dann später auch Regio-Rundfahrt. Ich glaube, das war das Rennen. Und dort habe ich ihn gesehen. Wir sind dann mit dem Auto hingefahren. Und da habe ich ihn also gesehen. Im Trikot des österreichischen Meisters ist er auf der Straße vor uns hergefahren. Wir haben dann nämlich mal so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt, nachdem das der Zieleinlauf war. Ich glaube, er wurde da bei der Etappe 2. oder so. Ich glaube, er war gar nicht schlecht unterwegs. Jedenfalls ist er dort gefahren im Trikot des österreichischen Meisters. Denn ja, er wurde am 1. Juli 2007 österreichischer Meister. Christian Pfannberger, also absoluter Held. Und dann sind wir ihm hinterhergefahren. Er ist dann mit seinem Betreuer eine Straße entlang gefahren. Völlig unscheinbar. Niemand hat ihn natürlich erkannt. Aber ich kannte ihn und ich war echt fasziniert, ihn von so nah zu sehen. Aber ich war so schüchtern damals noch. Ich war so jung. Und dann habe ich auch den Teambus, ihr hört hoffentlich die Gänsefüßchen, von Team Elkhaus gesehen. Es war ein Wohnmobil. Es war ein besseres Wohnmobil, in dem die Mannschaft Elkhaus untergebracht war. Und einen Teamwagen hatten sie noch. Also, oh Mann, sehr, sehr cool. So, dann gucken wir mal, was hat er noch geschafft in diesem Jahr? Grand Prix Nobile, Rubinetti, Rere wurde er 3. Coppa Agostini, den kennen wir vom Pro Cycling Manager, da wurde er 2. Bei der Deutschland-Rundfahrt 14. geworden, 7. bei der Etappe nach Sölden auf den Rettenbach-Gletscher. Also in den Bergen war er echt gut. Dann hat er die Bergwertung der Österreich-Rundfahrt gewonnen, wurde 4. in der Gesamtwertung. Bei der Etappe zum Kitzbüheler Horn wurde er 2. Und wie gesagt, er wurde österreichischer Meister. 24. ist er geworden beim Giro del Trentino. Dort ist er auf der 2. Etappe auch auf Platz 3 gefahren. Und 74. bei Rund um Köln. Ich gucke gerade mal, hinter wem er der 3. war. Alter. Ich lese hier nur Damiano Cunego, Michele Scarponi, Christian Pfannberger. 9. Vincenzo Nibali. 6. Franco Pellizzotti. Noch Fragen? Krass. Okay, gut. So, dann gucken wir mal. Dann ist er gewechselt zum Team Barlow World. Eine südafrikanische... War die südafrikanisch? Ich weiß gar nicht. Aber sie hatte viel mit Südafrika zu tun, auf jeden Fall. Vielleicht so ein kleines Vorgängerteam von MTN Kubeka. Dort ging es dann richtig ab. Dort ging es richtig ab für Pfannberger. 12. wurde er bei der Lombardei-Rundfahrt. Dann 11. beim Coppa de Sabatini, 5. beim Giro de Lazio, 8. bei der Weltmeisterschaft 2008, da gucke ich gerade mal, die hat gewonnen. Alessandro Balan wurde damals Weltmeister, 2. Damiano Cunego, boah, das habe ich schon vergessen, der war mal Vize-Weltmeister, krass. Dann Matti Breschel, Davide Rebellin, Andrei Grifko, Joaquin Rodriguez, Fabian Wegmann und Christian Pfannberger auf Rang 8. Gefolgt von Nick Nuyens und Robert Gesink für Holland am Start. Also, krass, krass, krass. So, was haben wir noch? Ich lese mal nur die wichtigen Sachen vor, weil er war einfach so erfolgreich in diesem Jahr. Giro d'Italia ist er mitgefahren.
leider nach 14 Etappen aufgegeben. Seine beste Platzierung war ein 5. Etappenplatz, direkt bei der ersten Etappe. Teamzeitfahren, okay, gut, das zählt nicht wirklich. 26. wurde er auf der 6. Etappe immerhin. 5. wurde er bei Lüttich-Bastogne-Lüttich. Alter, 5. Valverde, Rebellin, Frank Schleck, Andy Schleck, Christian Pfannberger auf Rang 5 und dahinter Thomas Decker. Von dem hatten wir es ja auch noch in einer der letzten Folgen. Alter, dann 9. bei Flash Wallon. Kim Kirchner hat das gewonnen. 2. Cadel Evans, dann Cunego, Chasing, nochmal Thomas Decker, Rebellin, Albasini, Rodriguez, Pfannberger, gefolgt von Jean Gadré. Krass. Ey, wie ist der eigentlich abgegangen? 6. beim Amstel Gold Race, hallo. Was ein Klassikerjäger. Cunego hat gewonnen. Ey, geil. Vor Frank Schleck, Valverde, Rebellin, Decker, schon wieder. Und Pfannberger. Rodriguez auf Rang 8. Also er hat Rodriguez geschlagen, meine Freunde. Krass, krass, krass. Boah, ich kann mich da schon gar nicht mehr dran erinnern, ey. Das ist ja echt ultra geil. Also Christian Pfannberger, absoluter Hero. Da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Und dann ist er gewechselt 2009 zum Team Katyusha, was sein Verhängnis wurde. 9. ist er dort nochmal geworden beim Amstel Gold Race. Das hat Sergej Ivanov gewonnen von Team Katyusha, also Teamkollege, hat wahrscheinlich für ihn arbeiten müssen. Carsten Krohn wurde 2., gefolgt von Chasing, Gilbert, Cunego, Kolobniev, Gerrans, Nuyens und Pfannberger, also 9. vor Andy Schleck. Krass. Ich komme gar nicht daraus, krass zu sagen. Und dann leider positiv getestet auf Doping. Tja, war wohl ein Fehler, zu Team Katyusha zu wechseln. 27 Kilometer sind es hier noch bei unserem Rennen. Da vorne sind die Ausreißer, die sich jetzt gegenseitig attackieren. Also ganz entspannte Etappe heute. Es wird kein Problem, hier einen Sprint zu erzwingen. So, ich gucke gerade nochmal. Wer war hier noch mit dabei? Thomas Reuiger natürlich. Auch ein Teil von Team Elkhaus. Mittlerweile... Oh. Okay, wenn das stimmt, fährt er mittlerweile schon gar nicht mehr. Letzten Eintrag hat er 2013 gehabt, da ist er für das Team Radio Shack gefahren. Was ist denn mit Thomas Reuiger los? War doch auch immer ein sehr, sehr guter Bergfahrer. Ich gucke gerade mal auf Wikipedia. Thomas Reuiger ist ein ehemaliger österreichischer Radfahrer. Er wohnt in Kramsach. Ja, super. Toll, dass das hier steht. So, was steht hier? Okay, Rohrecker wurde 2006 Profi beim Radsportteam Elkhaus Simplon, mit dem er 2008 die Österreich-Rundfahrt gewann. Seinen ersten Vertrag bei einem UCI-Pro-Team hatte er 2009 bei Milram. Seit 2011 fuhr er für das luxemburgische Team Radio Shack Leopard, heute bekannt als Team Track Factory. Nachdem er bei dieser Mannschaft aber keinen neuen Vertrag mehr erhielt, beendete er Ablauf der Saison 2013 seine Radsportkarriere, um sich dem Abschluss seines Wirtschaftsrechtsstudiums an der Universität Innsbruck zu widmen. Was? Der Typ war Profi beim Erstligateam, aber denkt sich so, ja, scheiß drauf, ich studiere lieber. Okay, hat er recht, wahrscheinlich hat er damit mehr Chancen, Geld zu verdienen, als beim Profiradsport. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Krass. Also Reuiger hat seine Karriere beendet. Das ist ja traurig, ey. Wusste ich gar nicht. Habe ich völlig vergessen. Krass. Okay, Thomas Reuiger also. Was war sein größter Erfolg? Ich gucke gerade mal, wie viel. 3 Siege hat er. Insgesamt einmal wurde er 2. bei einer Etappe der Polen-Rundfahrt. 10 Kilometer nur noch, Alter. Vuelta a España, was zur Hölle? 2011 steht da einfach nur Vuelta a España World Tour. Hat er die gewonnen oder was? Keine Ahnung, was das heißen soll. Österreich-Rundfahrt hat er einmal gewonnen. Wie gesagt. Und eine Etappe hat er dort gewonnen. Und hat er eine Etappe bei der Vuelta gewonnen? Wollt ihr mir das jetzt gerade erzählen? Warte. Ich muss da jetzt gerade mal nachgucken. Vuelta 2011. Sekunde. Ich hab's gleich. Weil ich guck mal auf Wikipedia, das ist wahrscheinlich einfacher. Vuelta a España 2011. Ich sollte mal ein extra Video-Dings aufmachen, nur für solche Sachen, ne? So ein extra Fritte labert über irgendwelche dummen Radsportler, die eh keine Sau interessiert.
Und zwar so lange, dass sich jeder aufregt, warum man nicht Pro Cycling Manager weiterspielt. So, wir konzentrieren uns jetzt auf den Endspurt der heutigen Etappe. Jani Tevelde zieht den Sprit an, dahinter Moreno Moser, der jetzt gleich vorfahren wird. Der jetzt vorfahren wird. Danke Tevelde, gut gearbeitet. Moser geht jetzt nach vorne. Dahinter Youssef Rigouigoui. Moser zieht den Sprint an für Rigouigoui. Moser geht jetzt schon mal in Vollgasmodus. Rigouigoui dahinter. Will nochmal sicher gehen, dass er ihm auch folgt. Moser jetzt also im Sprint. Lobato ist mit dabei. Oh, ein bisschen früh angezogen, aber okay. Rigouigoui kommt jetzt raus. 2,1 Kilometer vor dem Ziel. Sehr hügelige Ankunft. Kostet Kraft und Rigouigoui geht der Balken jetzt langsam flöten. Youssef Rigouigoui macht das aber bisher sehr, sehr gut. Kann da noch jemand kommen? Letzter Kilometer für Rigouigoui. Ercun kommt da. Ahmed Ercun, da rechts kommt Geoffroy Soup. Rigouigoui ist noch vorne. Da kommt auch noch Krisanov. Matthews, Rigouigoui. Komm, 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 komm. Nein! Nein! Er wird am Zielstrich abgefangen. Vierter. Ah. Also ich finde, wir haben den Sprint extrem gut vorbereitet. Ach scheiße, Tekla Heimenot hat, glaube ich, ein bisschen Zeit verloren. Alter, wie knapp. Siegerehrung. Krisanov vom Team Russia Bike gewinnt vor Michael Matthews und Lobato. Rigouigoui vierter, dann Soup, Ercun, Schweizer, Koikelehre, Barbin und Amador. Das ist die Top 10 der zweiten Etappe. Schade. Gut vorbereitet von Tevelde und Moser. Es war knapp. In der Gesamtwertung führt jetzt Gregor Mühlberger vor Tekla Heimenot, der tatsächlich Zeit verloren hat. 1,44 ist er jetzt zurück. Dann Krisanov, Matthews, Rigouigoui, Ercun, Lobato, Costa, Eichler und Schweizer. Also weiterhin gelbes Trikot für die Mannschaft Tirol. Die nächste Etappe wird allerdings sehr, sehr schwierig. In der Punktewertung führt Krisanov vor Mühlberger, Matthews und Rigouigoui. Tekla Heimenot auf Rang 6. Alter Finne, ey. Schade. Aber sehr gut vorbereitet. Mühlberger führt in der Bergwertung vor Daniel Tekla Heimenot. Grimme auf Rang 8. Das nur nebenbei. In der Bergwertung hat Mühlberger durchaus Chancen. Ebenso in der Nachwuchswertung. Wobei, wie gesagt, da kommt noch Kudos Zeit, da bin ich mir sicher. Momentan führt er aber 3,5 Minuten vor Michael Matthews und Youssef Rigouigoui. Damit kommen wir zur Teamwertung. Dort führt MTN Kubeka nach wie vor Tirol Cycling. Stölting auf Rang 3, 4. Movistar, 5. Sünerbuka. Aber wie gesagt, es kann sich hier noch alles ändern, denn jetzt geht es in die Berge. Jetzt kommt die erste von zwei richtig starken Bergetappen, von richtig schweren Bergetappen. Rigouigoui heute gut gefahren. Ich finde, wir haben den Sprint super angezogen. Schade, dass es nicht gereicht hat. Tekla Heimenot hat heute unnötig Zeit verloren, genauso Skabu Grimme. Scheiße, 5,5 Minuten. Das ist zu viel. Das ist deutlich zu viel. Da hätte ich denen mehr Einsatz geben sollen. Das war zu viel. Damit ist Grimme auf jeden Fall raus. Kudus jedoch ist immer noch gut im Rennen. Hat sich auch heute aus allem rausgehalten. Auch Mühlberger 13. geworden. Schön wachsam gefahren. Die nächste Etappe. Ich brauche nichts sagen, oder? Wir sehen uns dann.